Herzlich willkommen zur 113. Folge Workers and Resources Soviet Republic. Es geht mittlerweile stark auf Weihnachten zu. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke besorgt, weil lange ist nicht mehr hin. So, die 228 Tonnen machen wir jetzt hier ohne Probleme leer. Vorausgesetzt ist natürlich, wir haben hier mehr als genug Arbeiter. 190 ist gut, aber bei weitem nicht perfekt. Ja, die machen wir locker leer. Davon mal erfahren. Oh, du bist fast voll. Ja, dann läuft's doch. Ja, und das bisschen Stahl, was da angeliefert wird, oder was da. Das Stadion ist fertig. Mega gut. So, ihr hier. Könnt euch von dort beladen. Mit Bitumen. Wieso? So, Treibstoff wird langsam eng. Wir haben halt im Moment absolut keine freien verfügbaren Fahrzeuge. Da kommen zwei Tropfen Stahl. Das hilft ja sehr viel. Oh, guck mal, der hat schon ein bisschen mehr abbekommen. 5,8 Tonnen. Wie viel fehlt noch? 67 Tonnen. Der hat auch ein bisschen was abbekommen. Der hat auch ein bisschen was abbekommen. Der hat auch. Ja, toll. So, 50 Tonnen Stahl fehlen uns da noch. Warenhaus Import Pflanzen. Exportkunststoffe. So, das heißt, du kannst jetzt von da beladen, bitumen. Einkaufszentrum brennt. Nicht mehr.
Du fährst verkaufen. Können wir noch mehr verkaufen fahren? Du fährst nicht verkaufen. Ich schicke einen Moment her zu verkaufen. Du kannst nichts verkaufen. Fehlt mechanische Komponenten. Erstmal weg. Und du fährst mal weg. Du bist ein Kunststofflieferant. Du bist ein Stofflieferant. Stoff ist noch in Ordnung. Du bist ein Kunststofflieferant. Du bist ein Stofflieferant. Neuer Stopp. Kunststofffabrik. WLAN. Beladen, Kunststoffe, warten bis beladen. Und du fährst zur Kunststofffabrik. Gleich wieder umdrehen. Die brauchen wir noch nicht. Wir haben keine delayten Zahlungen. Wir haben 28 Stunden Stahl, Eisenerz, Kohle. Wolltest hier gerade Eisenerz dran liefern, aber du hattest kein Eisenerz mehr und dann ist das hier gleich wieder vorbei mit Eisenerz. Ihr holt. So, ihr habt da 300 Tonnen. Okay. Eisenerz hier oben. Du hast Eisenerz bekommen, du kannst dann dir vielleicht auch noch ein bisschen was abschnabulieren.
Hier ist auch alles soweit fertig. Kannst fördern. Könnt ihr mal ganz kurz hier aufhören zu produzieren? Nur mal ganz kurz. Los, raus mit euch. Danke. Bitum. Nur Bitum da oben. Nur Treibstoff hier unten. Dann dürft ihr wieder produzieren. Das da noch basteln. Dann kriegt ihr hier Chemikalien und Öl macht Kunststoffe. Ihr braucht aber auch Pflanzen. Pflanzen. So, wir können euch dann echt Level Tun holen. Ihr habt endlich der Treibstoff mit ausführen könnt. Das heißt, wir kaufen jetzt Pflanzen. Dann gibt es Chemikalien.
Chemikalien ist das Warenhaus. Das ist beides Warenhaus. Baubüros. Ihr könnt das bauen. Dann kriegt ihr da oder da da. Und da so, dann können wir jetzt aber nichts mehr finanzieren. Den hier mit drin. Wo ist eigentlich der Zug? Strom. Wo ist 377.000? Sind wir eigentlich wieder in der Gewinnzone? Nö. Warum auch? Warum sollten wir in der Gewinnzone sein? Macht ja auch absolut gar keinen Sinn, ne? So, du und die Kipper. Wieso kann ich die hier schon wieder nicht anklicken? Das ist doch zum Heulen. Fertig, dann wäre es nicht schlecht, wenn ihr dann irgendwann wieder mal Zeit habt, weil ich weiß, ihr habt gerade richtig viel zu tun. Könntet ihr da oben mal weiterbauen, dass wir dann mal so langsam in die Richtung kommen. Sechstausend Arbeitslose. Schon auf 10.000 Arbeitslose. Ja.
würde es eigentlich warten bis beladen, aber ist in Ordnung. So, du verteilst dann Chemikalien und Pflanzen. So ein. Du willst da Leute hinbringen. Macht einfach gar keinen Sinn, aber ist egal. Pflanzen, dann geht's gleich los. Kunststoffe geht auch gleich los. Platten. Ja, Stahl brauchen wir nicht zu erwarten. Wie viel kannst du? Einen halben Meter. Da warten wir aber auch noch. Zugplattform. Umspannwerk. Umspannwerk. Mittelspannungsleitung. Kabel. Können dann darüber gezogen werden.
erstmal eins fertiggestellt dann. Dann kann das da hinten raus. Bastel das mal. Ihr könnt dann unten rein und oben raus oder oben rein und unten raus. Wie sieht das hier aus? Essen. Top, die wird gequillt. Fleisch. Kein Stall da, 600.000. 4 Container. Du arbeitest. Aber bei 120 Leuten nicht schnell genug. Mit 3 Pumpen. Aber grundsätzlich haben wir eine Tendenz von 800 auf 1100 in Oil Storage. Vollgasse da sind, dann ist natürlich da nichts mehr zu machen. So, wenn der da natürlich steht. Gar nicht so viel haben. Wir brauchen hier noch Beton drin für unsere anderen Geschichten. So, hier. Holst Pflanzen und bringst aber Chemikalien noch gleichzeitig weg. Wir brauchen hier oben Chemikalien. Du? Nee, du? Nee. Du? Import Chemikalien, genau. Die elektronischen. Import. Chemikalien hier oben, elektronische Komponenten. Die kommen hier gerade so hinterher, ne? Gut, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.